Moin Leute, herzlich willkommen in einer neuen Folge. Wir haben heute Samstag früh, wir haben heute den 11. Puh, war das gestern Tag, Leute. Schwierig, schwierig, schwierig. Die Erträge sind bombastisch gut. Hier ist zwar jetzt ein bisschen, ja gut, da sieht es ein bisschen nach weniger aus, aber dafür haben wir mehr Trockensubstanz. Das heißt, Tonnen Trockenmasse ist genauso viel wie da auf die anderen Schwade, die sehr dick waren. Hier ist ein bisschen weniger geworden. Da drüben ist noch krasser. Die drei Wiesen hatten wir im Herbst noch Gärreste gefahren. Das ist noch krasser. Das sieht aus wie GPS beim Mähen. Also die Pflanzen sind bis Kinn hier hoch. Das ist ein Rohrschwingerbestand. Ziemlich krasses Untergras. Da unten haben wir ja eine Nachsaat gemacht mit der Schlitze. Hat ziemlich gut funktioniert. Also man sieht dieses Jahr die Gräser wirklich hervorragend, die wir danach gesät haben. Aber mein Gott, Svenny sagt, er fährt 6 km/h, ist Limit. Das ist wie GPS-Mähen. Und die Gräser sind auch sehr hart. Also hier sind wirklich sehr hart. Ich mache relativ wenig Tonnen in der Stunde. Aber das war hier schon immer so. Dieser Rohrschwingelbestand, sobald er nachher anfängt, eine Rispe zu schieben, wird der ultra hart. Das nimmt man einfach in Kauf. Aber dafür funktioniert der Rohrschwingel auf dem Moorstandort sehr, sehr gut. Klar haben wir jetzt nicht die Leistung und wir haben hohen Dieselverbrauch. Also wir haben mehr Dieselverbrauch dadurch, weil es auch wirklich hart ist, das Gras. Aber unterm Strich ist das ein super Gras, hat sehr, sehr gute Erträge und hat eine wirklich gute Gasausbeute. Obwohl die Werte nach Häcksler und nach Analyse immer gar nicht so gut waren, bekomme ich einfach gut Gas hier raus. Ich denke, es liegt hauptsächlich so ein bisschen an den Rohfasergehalt, an den Rohfaseranteil, was man so ein bisschen energetisch ja außer Acht lässt bei so ganzen Analysen. Ich denke, wenn man eine große Verweilzeit hat, kann man das gut aufschließen. Wir sind hier Rohfaser bei 32%. Wir waren ja gestern da so bei 27 bis 29 auf den anderen Flächen. Aber ich kriege da echt gut Gas raus. Also das funktioniert wirklich gut. Und die Erträge sind wirklich super stabil. Und was ganz wichtig ist, es überlebt. Also ein Weidelgrasbestand ist meistens so, sobald er nasse Füße kriegt, im Winter ist er weg. Rohrschwingel hält da schon gut gegen. Klar, stellenweise, wenn so 3 Monate Wasser steht, auf einigen Stellen, dann ist der auch weg. Dann ist der auch weg. Dann kommen so ein paar kleine, feine Gräser, aber der ist weg. So, aber das ist schon krass, wie gut der Ertrag sind. Also wir kommen viel schleppender voran, als wir eigentlich dachten, auch wegen des Ertrages, was aber eine gute Sache ist. Also wir wollten ja heute fertig werden, aber wir haben gerade mal 80 Hektar weg. Da zieht sich natürlich, ne? Wir hatten aber ein großes Problem hier mit dem Häcksler gestern. Vorgestern Abend fing das schon an. Oder fing die ganzen Tage schon an. Ja, vorgestern Abend fing es an. Zum Abend hin kriege ich immer Probleme mit dem Metalldetektor. Vorgestern Abend habe ich gedacht, na, ist geschliffen. Ist alles schön sauber gepustet, alles gut. Gestern früh gefahren, bis so 10, 11. Ja, gingen die Probleme wieder los. Habe es dann wieder, weil ausgerechnet habe ich danach geschliffen. Habe ich es darauf zurückgeführt. Pickup ab, also erst haben wir unten drunter alles frei gepustet, na, ging nicht besser. Pickup abgebaut, alles sauber gemacht, ne, wurde nicht besser. Dann haben wir das Einzugsaggregat aufgeklappt, haben das richtig sauber gemacht, mit den Fingern alles nachgestriffen, wurde nicht besser. Naja, telefoniert, Schlosser gekommen. Währenddessen habe ich aber, schöne Grüße gehen raus an Dennis. Ich habe mit dem Häckslerfahrer von Agrarlohn Müritz gesprochen. Ich kenne den schon, Dennis kenne ich bestimmt schon fast 10 Jahre. Und der ist schon bei der Baltic Agrar, nee, bei der Baltic nicht, bei der KTG damals Häcksler gefahren. Und Dennis fährt schon Jaguar, also der im Frühjahr, sobald das losgeht, der erste Schnitt oder Roggen, da steigt er in Häcksler ein und dann steigt er eigentlich im November da aus. Und das macht er seit Jahren so. Und wenn du irgendwelche Probleme auf dem Häcksler hast, Dennis hat die schon gehabt, weil der schiebt einfach so viel durch, dass er das alles schneller erlebt als manch anderer. Ja, rufe ich ihn an. Was sagt er? Verrückt. Er sagt, seit 4 Wochen quält er sich mit dem Problem rum. Also ich habe immer, er zeigt immer Metall an und ich habe es immer vorne rechts auf der Spule. Also ich habe ja 5 Spulen, ich zeige euch das nochmal von außen, damit ihr es richtig versteht. Also ich habe 5 Spulen und immer vorne die rechte. Und bei ihm ist es ganz vorne links. Und er sagt, er wird schon ganz viele Komponenten getauscht und es wird nicht besser. Also wir sind der Meinung, dass sich irgendwas auflädt an dem Häcksler. Was komisch ist, dass es ja letztes Jahr funktioniert hat und dieses Jahr ja nicht. Steht ihr so? Ich muss mal hier unter den Baum drücken. Mal den Turm ablegen. Wir rücken gerade hier zu der nächsten Wiese. Und das ist ein Riesenproblem. Also das ist verrückterweise haben wir uns seit gestern. Also alle Varianten haben wir jetzt gestern durchprobiert.
Ihr könnt gar nicht, ihr wisst gar nicht, was wir alle da schon überlegt haben, was das dazu führt. Na, jedenfalls, der Schlosser war so ein bisschen drauf vorbereitet. Der kam direkt an und er sagt, er hat eine Idee, er hatte mal eine Maschine in Polen, die war 3 Tage hat er da gesucht. Und am Ende hat sich ein Teil magnetisiert am Einzug. So, er direkt ran, entmagnetisiert. Er meint, wir fangen mal mit der Pickup an, komm, wir klappen gleich aus. Hier ziehen wir mal rüber das Gerät, da ziehen wir mal rüber. Und was ich gar nicht wusste, aber er wusste das, das iPhone hat eine App, und damit kann man Magnetfelder orten. Da sind wir dran lang, also können euch das jetzt mal überblenden hier. Wir haben das ja, ich habe das ein bisschen mitgefilmt und haben diese Magnetfelder geortet. Haben das gemacht. Wurde aber leider Gottes nicht besser. Also die Probleme gibt es nach wie vor und es ist das Furchtbarste ist, es ist ultra sporadisch. Auch gestern Nachmittag bin ich teilweise 1,5 Stunden, 2 Stunden gefahren ohne einen Fehler. Und dann gibt's wieder Momente, da stehst du alle 10 Meter mit demselben Problem. So, und das Verrückteste ist, was wir festgestellt haben, es ist nur in einer Richtung der Schwarz. Also wir haben uns dann, Alter, das sind 4 Seeadler. Wir haben uns wirklich dann auch die Mühe gemacht und haben dann auch, ich hatte ja live gestreamt und wir haben dann auch gesagt, ich hatte auch noch einen Beifahrer mit und der sagte, sag mal, das passiert doch immer nur in einer Fahrtrichtung. Da hat sich einer die Mühe gemacht und 3 Stunden Stream zurückgespult und hat gesagt, ja. Immer wenn die Sonne in der Kamera von der Seite, von hinten kam, dann hast du das. Wenn die von vorne kommt, hast du das nicht. Dann sind wir gestern Abend nur noch von einer Richtung gefahren und haben das Problem gar nicht mehr. Dann haben wir so noch 1 Stunde gesagt, komm, wir probieren jetzt noch einmal die andere Richtung. Und wieder war das Problem da. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und jetzt haben wir 30 Hektar heute gemacht. Die haben uns bis jetzt richtig abgekämpft. Das ist krass, oder? Wir fahren die ganze Zeit. Wir haben schon gedacht, das liegt an der Grasrichtung, wie das Gras liegt. Aber Svenny fährt ja AB direkt nebeneinander. Das heißt, der fährt runter und fährt dieselbe Spur wieder hoch. Das heißt, wir haben alle Richtungen schon abgefahren. Also sowohl in die, als auch in die, als auch in die. Also das Gras liegt, ob wenn es wegliegt oder wenn es hochkommt, das ist egal. Es entscheidend war die Fahrtrichtung. Und das macht es eigentlich noch schlimmer. Dass diese Fahrtrichtung da noch mit einspielt. Also das macht es noch schlimmer, Alter. Oh, ja. So, dann habe ich mir heute Nacht gedacht. Man schläft ja noch weiter, ne? Wir hatten dann schon gedacht, das Schwatt hat auf einer Seite eine andere Temperatur. Dann haben wir das angefasst, das war kalt. Also nicht so, dass die Temperatur eine Rolle spielt. Weil der Punkt ist ja, Vormittag hat es funktioniert und ich bin der Meinung, immer wenn die Sonne rauskommt, wird es schlimmer. Oder wir wissen nicht, ob das Substrat warm ist oder wenn es trockener ist. Wir haben momentan keinen Anhaltspunkt. Ich habe mir heute Nacht gedacht, so wenn das jetzt wieder auftritt, du änderst Schnittlänge, du änderst Vorpressdruck. Vielleicht sind das ganz kleine Vibrationen, die man so nicht wahrnimmt. Vielleicht ist das Gras aber in einer bestimmten Richtung gewachsen und das verändert das. Und klar, sicherlich ist an der Maschine irgendwas. Meine Frage ist jetzt bloß, wie kriege ich das so weit in den Griff, dass ich hier fertig werde? Der Schlosser hat gesagt, er war auch bis gestern Abend um 9 Uhr hier, hat gesagt, so pass auf, ich müsste direkt da morgen früh gleich ran, ich würde auch morgen früh gleich ran mit dem zweiten, alles auseinanderbauen, würde die Magnetspule auseinanderbauen und jedes Magnetfeld einzeln durchmessen und gucken, ob ich da was finde. Er sagt, genauso würde ich die Glattwalze beim Einzugskanal auch ausbauen, entmagnetisieren und. So würde ich den ganzen Tag eigentlich versuchen voranzukommen. Er sagt, ich brauche aber den ganzen Tag und am Ende kann ich dir nicht sagen, ob ich es finde oder nicht. Und das ist schon schwierig. Einen Ersatzhäcksler kriege ich leider nicht. Den ihrer ist im Einsatz, der fährt auch irgendwo umher. Und deswegen habe ich mich entschlossen und habe gesagt, du, ich fahre erstmal weiter. Ich beobachte den Fall. Wie gesagt, das ist mega sporadisch und das ist auch, was Dennis mir gesagt hat. Er sagt, Dennis doktert ja schon 4 Wochen dran umher. Und er hat auch gesagt,
es gibt Tage, da ist es gar nicht mehr. Und dann gibt es wieder einen Tag, da ist es ganz doll. Die Frage ist, ob das Gras, ob es bestimmte Gräser gibt oder eine bestimmte TS, die irgendwas magnetisch aufladen am Einzugskanal. Ich muss euch im Nachgang auch noch zeigen, wie das Ding funktioniert. So, weil wenn ihr das nicht wisst, wie das funktioniert, kommen ganz wilde Theorien zustande. Das haben wir gestern im Stream erlebt. Also da kommen ja die wildesten Sachen, die wir denn da lesen dürfen. Ah, oh, das Gras ist so hart. Ich habe es aber auch schon auf den anderen Wiesen gehabt, auch mit, schon mit Weidelgrasbestand. Also wir können jetzt nicht sagen, das ist hier so holzig und so hart und dadurch lädt sich das alles auf. Also das ist nicht der Fall. Ja, und wenn der nicht laufen soll, läuft das gar nicht. Da hat Spenny noch mit dem Mähwerk eine weiche Stelle gefunden. Dann kannst du eigentlich getrost sagen, ich höre auf zu wühlen, weil es wird nur noch schlimmer. Guck mal, siehst du, ist ja kein Wasser oder so. Ist ja nee, nee, deswegen, es ist unauffällig, aber... Manchmal hast du dann auch so eine Stelle, die hat vielleicht Strukturschaden. Und genau, dann brichst du halt durch, ne? Ich weiß nicht, wollte es so schräg ziehen? Keine Ahnung. Mal gucken, Detlef hat sich einen Plan gemacht. Genau. Der war hier schon das Abkommen. Egon hat einen Plan. So. Auch an einer Stelle, wo ich jetzt nicht gesagt hätte, ja, da war schon mal immer nass. Nee, da sind wir eigentlich immer ohne Probleme durchgekommen. Aber das ist manchmal so, wir fahren ja nur schon so viele Jahre hier im Moor und das Moor hat so seine eigene Geschichte. Und die Leute, die noch nie auf Moor gefahren sind oder damit gar keine Erfahrung haben, die sind jetzt mal wieder ganz leise. Ihr seid die Ersten, die hier irgendwie sich festfahren würden. Weil die kommen meist, ja, ist eine weiche Stelle, musst du sehen. Na, ist ja Quatsch, hier im Moor ist ja alles weich. Und selbst nach 20 Jahren denkst du, naja, du kannst jetzt das Moor lesen, du weißt ungefähr, wie die Gräserzusammensetzung ist, wie du fahren musst. Ja, dann hast du immer wieder trotzdem Stellen, die dem Ganzen widersprechen. Und es ist nicht weich. Also es ist so, dass die Habe, wenn die mit Berg voll sind, sacken die, weiß nicht, 5 cm ein. Also das ist schon eine sehr, sehr robuste Narbe und wenig Feuchtigkeit hier. Und deswegen war es nicht zu erwarten, dass er sich da festfährt. Naja, wie es denn auch so ist, aus schreckhaft oder so, macht man auch direkt die Mähwerke hoch. Und wenn man werkt, dann wird weicher und das ist kontraproduktiv. Aber man hat die Momente auch so selten, dass man sich da schwierig eine Gewohnheit aneignen kann. Dass man einfach sagt, in dem Moment muss ich ganz schnell die Zapfwelle ausmachen und das Mähwerk da einfach unten durchziehen. Denn es ist die zusätzliche Last, die wir mit einmal anheben. Und was denn noch schlimmer ist im Moor, sobald wir anfangen, irgendwie uns zu neigen, ist so ein ausgehobenes Mähwerk. Das holt natürlich den Schwerpunkt nach oben und dadurch, wenn wir uns neigen, drücken wir noch mehr den Schwerpunkt rüber. Und dadurch sacken wir dann noch mehr eine Seite weg. Naja, wir haben ihn aber dennoch rausgekriegt. Ich habe ja ein paar Mitschnitte aus dem Stream. Den würde ich euch jetzt mal gleich zeigen. Aber wie gesagt, ihr seht jetzt oder ihr denkt es ja, da ist ein Loch, hätte man sehen müssen. Es war ja da vorher kein Loch. Also es war ja Wiese wie hier. So. Da ist jetzt das Bild hängen geblieben. So, ich habe vorhin angehalten, weil war ein Freeze auf meiner Kamera und ich habe gedacht, scheiße, die hat jetzt nichts aufgenommen, die ist hängen geblieben, aber es hat funktioniert. Also ich habe gerade nochmal geguckt, ist was drauf. Also, Spenny hat sich festgefahren. Wir haben es dann mit dem Terratrack hier rausgezogen und Stück für Stück, also immer einen Meter ziehen, dann mussten wir den Winkel wieder ändern, weil wir können ja nur relativ bescheiden von vorne ziehen, von hinten ging es gar nicht in diesem Falle. Weil man da einfach vernünftig gar nicht rankommt. Und die Gefahr ist so groß, dass man einfach mit dem Seil dann irgendwas verbiegt, gerade hinten am Mähweg. Deswegen haben wir vorne, da gibt es seitlich relativ einen 15 Grad Winkel, in dem man arbeiten kann. Dann kannst du halt ziehen, dann dreht sich der Trecker dabei ein bisschen rum. Dann musst du neu anspannen, damit du diesen 15 Grad Winkel behältst. Und so drehst du ihn langsam ganz kontinuierlich raus. Dauert eine halbe Stunde, muss man aber halt mit Geduld machen, weil wenn man zu doll zieht, zu schnell zieht, kann man auch da vorne relativ schnell was verbiegen. Deswegen dann mit Geduld, ganz langsam ziehen, 2-3 km/h, das reicht auch schon. Die größte Kraftübertragung findet bei niedriger Geschwindigkeit statt und die größte Traktion. Und ja, ein bisschen Geduld und dann hat man ihn noch raus. Also wir haben ja das Videomaterial, das ihr im Anschluss gleich sehen werdet, aus dem Stream und ein bisschen was von draußen. Wir hatten ja jemanden mit, der konnte das ein bisschen filmen, weil ich selber habe ja dann nie Zeit dazu. Der trägt Maschine, ne? Das ist ein Panzer, Junge. Sven, den konnte eben ehrlich aussteigen. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, und so fahren wir erstmal. Also wie gesagt, den ganzen Morgen noch keine Probleme gehabt hier. Gar nichts. Läuft bis jetzt ohne Probleme und
denke, sobald eine Sonne rauskommt, ich hoffe, die bleibt heute weg, soll es denn schlimmer werden. Werden wir sehen. Ja, also ich habe leider jetzt bis jetzt keine geschafft, keine Drohne aufzunehmen. Ich muss da wirklich mich hier konzentrieren bei dem Bestand. Ich meine, hier ist gerade jetzt nicht viel. Hier könnte ich gleich mal fliegen. Ich hätte gehofft, ich sehe ja, guck, wenn Svenny da drüben anfängt, der müsste eigentlich jeden Moment kommen, dass wir die letzten Meter von den Mähen da drüben noch mit haben. Das sieht spektakulär aus, wenn der da gucken nur die Lichter raus. Ne? Und das ist natürlich der Wahnsinn. Gut, Leute. Ich denke, ich komme nachher nochmal. Wir erklären draußen was ein bisschen näher in der Mittagspause, oder wenn ich das schaffe. Bis dann. Jo, ich ziehe jetzt an. Kannst du lenken? Drückst du weiter auf Senken? Senken, 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 die Mähwerke immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ist vorne Schwimmstellung auf dem Mähwerk? Was da, neu anfahren? Ja. Warte mal, warte mal. Du hast Differentialsperre nicht drin. Richtig. Hallo? Weiter oder was sagt er? Stopp. So, Leute. Also, passt mal auf, Metalldetektor. Es ist so, also das Häckselaggregat ist aus und so, ne? Nicht, dass ihr denkt, jetzt hier laufende Maschine ist nur der Motor an und ich lasse den gerade bloß einen kurzen Moment runterkühlen. Es ist so, hier ist die Einzugswelle und da drinnen sind 5 Magnetspulen und die messen ein Magnetfeld und sobald hier Metall in den einzelnen Bereichen rüberkommt, springt die an. Das Magnetfeld verändert sich, also sie bekommt es gemessen in diesem Bereich. Also es ist nur über diese Walze. In diesem Kontakt muss es sein. Hier vorne ist völlig egal. Es muss hier reingehen, hier zwischen. Und dann merkt die das Magnetfeld, dass sich das Magnetfeld verändert und dann löst der Häcksler einen Sofortstopp aus. Das heißt, innerhalb vom Bruchteil von einer Sekunde bleibt das hier alles stehen. Dann muss man zurückdrehen. So eine Umdrehung ungefähr von dieser Welle und dann kann man neu anlaufen lassen. Wenn Metall wirklich drin ist, dann wieder nur zu diesem Punkt, wie er Metall misst und er stoppt. Es ist aber so, dass er mir anzeigt, auf diese Magnetspule habe ich Metall und immer wieder nur diese. Egal welche Richtung ich fahre und auch super sporadisch. Wenn da jetzt tatsächlich Metall wäre, komischerweise immer nur links, würde ich reversieren. Und wieder anlaufen lassen und dann wäre es wieder da oder es würde halt runterfallen. Jetzt kommen ja viele und sagen, ja, das ist das Mähwerk, das verliert irgendwas an irgendeiner Seite. Egal welche Richtung wir von dem Gemähten fahren, es ist immer bei mir in der linken Richtung. Und im Mähwerk ist es völlig egal, welche Richtung der Mähwerk gefahren ist. Dann ist es so, wie gesagt, man kann es nicht festmachen, wie es ist. Also man kann jetzt auch sagen, dann löst sich ja irgendwas auf am Häcksler oder so. Nein, ein Lager oder so löst sich auch nicht aus. Also es muss irgendwas hier in der Ecke ein Magnetfeld erzeugen, dass das kommt. Das Problem ist, es fing jetzt eben an, ich hatte es schon dreimal, aber es ist alles
Das Futter ist noch kalt. Es ist heute, gestern hatten wir 40 TS, jetzt sind es hier 33. Wir können es nicht festmachen, woran es liegt. Aber so funktioniert der Metalldetektor. Viele denken immer jetzt, oh, weiß ich nicht, einige machen da eine Magie draus, aber so ist das. So funktioniert das schon seit Jahren in den Häcksler, die werden halt nur genauer und exakter. Ne? Diese Welle kann übrigens ausheben, also es sind Vorpresswalzen, die sind immer vorgepresst. Und je mehr Material kommt, desto mehr können die nach oben ausweichen und drücken aber mit ganz viel Kraft das Material zusammen. Es sind 4 Stück davon und dahinter wird geschnitten. So, und wenn wir uns jetzt das Futter mal angucken, also es, und wie gesagt, nur wieder, ich hatte es nur wieder in diese Richtung. So. Aber es ist ja noch gut feucht, ne? Noch normal. Von daher, man kann es nicht festmachen, Leute. Das ist, keine Ahnung. Hier sieht man übrigens, wie schön das noch aussät sich, ne? Das ist ein Vorteil, wenn man spät mäht. Mit Schwarzzusammenführung hat man den Effekt ein bisschen weniger. Aber ansonsten liegen hier überall ein bisschen Saat zwischen. Aber würde man jetzt mit Aufbereiter mähen, wäre es noch krasser. Hier zum Beispiel, ne? Aus denen kommt tatsächlich auch was. Je nach Schnittzeitpunkt kommt aus denen tatsächlich was. So, da sind die Störche. Störche haben wir immer 4 heute Morgen, waren da drüben 4 Seeadler. Ha, Leute. Wir kriegen raus. Also ich habe jetzt mal Vorpressdruck von der Walze geändert. Das hat nichts gebracht. Mal gucken, ich kämpfe mich da mal durch. Was ich euch sagen kann, Nachsaat mit der Schlitze hat richtig was gebracht. Wir hatten vorher hier nie Klee und wir haben hier diese feinen Gräser. Da. Die waren vorher nicht da, die haben wir ausgesät und die sehen tatsächlich auch immer ein bisschen streifenweise. Also hier sind feine Gräser und hier sind feine Gräser. Funktioniert also super. Nach einem Jahr kann man wirklich einen Erfolg feststellen und das mit sehr wenig Mengen. Wir haben 1 Kilo pro Hektar gemacht und das Ganze 2-mal und der Erfolg ist da, muss man echt sagen. Erfolg ist da. Also der Klee zeigt es auf jeden Fall, den hatten wir vorher hier nie drin. Der Punkt ist aber auch, im Moorboden hat man natürlich immer schön ein bisschen freie Fläche, so, ne? Nachdem wir, hier sieht man sogar noch ein bisschen, hier war der alte Schlitz und hier ist jetzt das Gras. Also hier waren die Gärreste, man sieht da noch ganz bisschen Rückstände.